Hallöchen und willkommen zurück bei City Skylines After Dark mit dem neuen Addon, was jetzt schon seit, ja, doch einiger Zeit draußen ist. Und ich dachte, komm, legen wir einfach nochmal auf einer neuen Karte los. Meine komplett neue, die ist aus dem Steam Workshop runtergeladen. Sieht echt super aus, eine ganze Menge Felder. Kleinere Hügel, hier in der Mitte ist einer, hier am äußeren Rand sind ein paar, aber jetzt nicht so gravierend. Sieht ganz gut aus, ich habe auch direkt eine Mod runtergeladen, dass wir direkt alle 25 Felder haben, um uns ganz einfach von Anfang an schön ja, auszubreiten und dass ich das da bauen kann, wo ich es dann später haben möchte und nicht später nochmal einfach alles abändern muss. So, tja, wir können direkt frisch loslegen, sonst sind die Standard-Mods installiert, die ich auch so vorher schon immer mal dabei hatte. Ich kann gerade nicht alle aus dem Kopf aufzählen, aber so nach und nach werden die mir schon noch einfallen. Auto Bulldoze zum Beispiel, dann diese Recycling-Mod und so weiter und so fort, dass das alles automatisch geleert wird, dass die kaputten Häuser von alleine weggehen und so weiter. So, als allererstes würde ich am liebsten, habe ich mir gerade schon mal rausgeguckt, denn die Stelle hier drüben, die ist gar nicht so doof, ne? Die sieht ganz gut aus. Hier haben wir direkt eine Bahnlinie, die hier durchfährt, um hier eigentlich ganz profitabel erstmal ein Gewerbegebiet, Verzeihung, ein Industriegebiet zu bauen. Und hier drüben würde ich anfangen mit Wohngebiet. Und so nach und nach werden wir dann auch die Sachen von After Dark freischalten, die neuen Gewerbegebiete, die Freizeitgebiete und so weiter. Das hängt dann alles zusammen. Tja, unverblümt ans Werk. Ganz einfach, wie immer, das Ding ist, wir haben hier drüben zwar eine Autobahnabfahrt, hier drüben noch nicht, aber wir werden die bald freischalten. Und ich habe auch, man sieht es hier schon, andere Bahngleise auch nochmal als Mod runtergeladen, um einfach da noch ein bisschen Variation drin zu haben. Auch so ein paar Gebäude sind dabei und so weiter. Das sehen wir dann alles nach und nach. Okay, und da bräuchten wir erstmal hier bei der Autobahnabfahrt was Gescheites. Ich sehe gerade, wir haben das noch gar nicht freigeschaltet. Aber das war doch, glaube ich, so. Ich habe nämlich eine Mod, müsste ich relativ von Anfang an installiert haben. Doch nicht. Okay, gut. Nehmen wir das wieder weg. Ich dachte, ich hatte eine Mod drin, dass wenn ich einmal eine Straße gebaut habe, eine Kiesstraße gibt es jetzt auch, aha, dass ich dann alle freigeschaltet habe. Gut, dem ist nicht so. Ja, ich habe nur eine Farbkorrektur, mal eine andere runtergeladen. Sieht ganz gut aus, hat schönere Kontraste als sonst. Wir haben, wenn ich mich jetzt nicht irre, hatte ich das im Hauptmenü eingestellt, die europäischen Gebäude wieder dabei. Und wir werden auch bei den Wohngebieten diesmal anders bauen als sonst. So, gut, ja, dann bauen wir erstmal eine Abfahrt oder ich baue hier am besten mal einen Kreisverkehr hin. Ich drehe den mal ein bisschen. Oder wartet mal. Ja, eigentlich egal. So, gut, erste Aktion geglückt. Dann nehmen wir die als einspurige erstmal hier runter. Das ist auch nicht so wichtig, wir ändern das später. Also ich habe vorhin zwar gesagt, dass wir dann später nichts mehr großartig abändern müssen, aber das betrifft dann einfach die Gebiete, die ich mir aussuche, wo was hinkommt. Aber gut, bei den Straßen werden wir dann doch hier und da vielleicht mal umbauen müssen. So, jetzt ist es so, jetzt habe ich mir einfach mal vorgenommen, ich mache mal Pause, da wir jetzt schon leicht im Minus sind, dass wir die Wohngebiete dann doch eher nach amerikanischem Stil anlegen, einfach richtige Blocks mit geraden Straßen und so weiter erschaffen und dann doch mal versuchen auf Maximum zu bauen. Das heißt ganz einfach, dass wir den Platz, den wir haben, ausnutzen und nicht so schöne geneigte Straßen oder kurvige Straßen oder Gegenden bauen, wo dann doch hier und da mal eine Lücke drin war und dann es hier und da vielleicht doch mal Probleme gab mit ein paar Gebäuden, weil einfach eine Kurve im Weg war oder hier und da kein Platz. Und deswegen machen wir es einfach ganz anders diesmal. Ist ja auch nicht schlimm, kann man ja ruhig mal machen. Wir müssen nur halt irgendwo müssen wir anfangen. Jetzt fällt mir ein, wir müssen auch erstmal Strom und so weiter bauen. Und Wasser. Oh, oh. Da sehe ich schon mal direkt ein kleines Problem. Die Fließrichtung vom Wasser. Gibt keine, oder?
Verdammt. Gut, das soll uns erstmal nicht so stören. Da bräuchten wir später bloß ein kleines bisschen Geld. Dann können wir das direkt eigentlich abändern. Strom, aber das bräuchten wir auf jeden Fall. Es wird gerade schon Nacht, sehe ich. Ne? Die Schatten werden länger. Sieht alles super aus. Auch bei Nacht die Beleuchtung astrein. Ist ein super Add-on geworden. Ich habe schon eine ganze Weile reingespielt, hatte sogar schon mal eine Stadt gemacht mit weit über 100.000 Einwohner wieder. Und ja, wir bräuchten hier aber auch eine Abfahrt. Halt, ich wollte erstmal Pause machen. Versuche das gerade recht gerade hinzubekommen. Zumindest hier unten Richtung Autobahn. So, hier erstmal ganz klein. Am Anfang muss man dann doch ein bisschen aufs Geld schauen. Gerade wegen Strom und den ganzen Geschichten. Mal schauen, ob das klappt. So, Wasserwerke natürlich auch. Das wäre eine große Wasserpumpenstation. Das ist eine kleine. Pumpt das Dreifache, kostet aber nicht das Dreifache, nur ein bisschen mehr als das Doppelte. Ach doch, jetzt sehen wir hier auch den Wasserfluss. Okay, der geht nach unten. Wunderbar. Dann bauen wir die einfach erstmal hier oben hin. Obwohl, ja, doch lieber hier drüben, oder? Kriege ich da Strommasten unten unter die Brücke? Weiß ich nicht. Finden wir heraus. Bauen wir hier hin und das waren die Abwasserrohre. Genau, die kommen direkt mal. Ich will die noch nicht zu weit wegbauen. Wir bauen erst mal eins. Brauchen da drüben natürlich auch welche. Ja, und Strom brauchen die Sachen natürlich auch. Komme ich hier unter der Brücke lang? Ja, gut, das funktioniert. Bloß mal kurz getestet. Ah. Oh Mann, oh, da bleibt echt nicht viel Geld über. Müssen wir vielleicht mal schauen, ob wir einen Kredit schon aufnehmen müssen. Ich hoffe nicht. Dann bauen wir erstmal hier nach unten. So. Jetzt. Okay, so ist gut. So. Obwohl, komm, dann machen wir das hier auch noch. Müsste reichen. Zwei, drei Abfahrten da von der Autobahn, die dürften wir noch so irgendwie hinkriegen. So, hier drüben brauchen wir natürlich auch erstmal eine Straße und auch hier. Wie fangen wir denn mal an? Von oben nach unten? Würde ich sagen, oder? 2400. Puh. Da erweitern wir es nachher einfach. Das stört mich schon wieder ein bisschen. So. Ach, verdammt, geht gar nicht. Beides nicht gerade. Egal, komm. Wir wollen ja noch irgendwie fertig werden heute. Und hier bräuchten wir halt wenigstens noch eine Auf- oder eine Abfahrt. Am besten natürlich beides. Da machen wir es erstmal ganz, ganz simpel.
Komme ich hier unten drunter durch? Nein, da sind gerade die Pfeiler. Das müsste reichen. Dann bekomme ich hier wenigstens eine Auf- und eine Abfahrt hin. Da können wir ruhig die geschwungenen Straßen nehmen. Ja, das klappt. 1000 kostet da eine. Bräuchten theoretisch wirklich bloß hier die Abfahrten, hier dann die Auffahrt. Wir haben es dann zwar erstmal relativ weit bis auf Arbeit, aber das später können wir dann alles noch mit Nahverkehr und so weiter machen. Oh, 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 stimmt. Wir brauchen natürlich auch hier drüben Strom. Okay, dann schauen wir doch mal, dass hier die ersten Bewohner rankommen. Und hier drüben gleich ein bisschen was zu arbeiten. Gut, legen wir los. Ich gehe mal auf Geschwindigkeit 2, sonst dauert das wirklich alles viel zu lange. So, da steht, die brauchen überall noch Strom. Das Kraftwerk muss natürlich erstmal ganz kurz seinen Dienst aufnehmen. Und ja, schon müssten die Symbole verschwunden sein. Das hier hinten ist einfach nicht verbunden. Aber da kommen schon die ersten Gebäude und es wird schon Nacht. Und ich hoffe einfach, es ist für euch nicht zu dunkel, aber es werden auch gleich die Lichter angehen, wenn denn die Gebäude fertig werden. Ja, auch die Straßenlampen gehen an. Und was ich so geil finde, sind einfach mal die Brücken. Die sehen so hammergeil aus. Die Beleuchtung, unfassbar gut. Das Geile ist auch, wenn ihr oder wenn wir später auch mal eine längere Brücke haben mit solchen Pfeilern, dann gehen die nach und nach an. Also die komplette Brücke geht nicht von jetzt auf gleich mit Licht an, die wird nicht komplett unter Licht geflutet, sondern die geht von vorne nach hinten. Nach und nach werden da die Lichter eingeschaltet und genauso bei allen anderen Gebäuden auch. Gut. Ja, wunderbar. Hier kommen die ersten Einwohner rein. Wir sind natürlich jetzt schon weit im Minus. Ich sehe gerade, wir bräuchten eigentlich auch Gewerbegebiet. Dem Wunsch kann ich jetzt noch nicht nachkommen. Wir können auch noch kein Darlehen, wir können nichts aufnehmen. Wie viel Leute brauchen wir für das erste kleine Update hier? 440, okay. Oha. Mal schauen, ob das reicht. Hier kommt noch nichts. Müsste aber auch jeden Moment kommen. Eigentlich eine super Verbindung. Direkt an der Autobahn. Ach genau, übrigens. Die Stadt heißt Utopia. Wir wissen alle, das wird sie auf keinen Fall, wenn ich spiele. Von daher passend, unpassend, würde ich sagen. Ist auch vollkommen irrelevant. Eigentlich wollte ich der Stadt gar keinen Namen geben, dachte ich, ach komm. Ah, guck mal, da tut sich langsam was bei der Industrie. Haben wir schon drei Gebäude, eine Bekleidungs GmbH, noch eine Warenkorb und wieder eine Eiswürfelfabrik. Was haben wir noch? Eine Kartonfabrik, jawohl. Nochmal Bekleidung. Nochmal Kartons. Also das Geld ist wirklich knapp bemessen für den Anfang, finde ich immer. Gut, jetzt haben wir natürlich weit auseinander gebaut. Da hätte man schon noch ein paar Tausender sparen können. Aber wir müssen einfach nur die 440 Leute erreichen oder in unsere Stadt ziehen lassen. Und da können wir auch schon Steuern einstellen. Die werden wir dann locker mal auf die 13% anheben. Da kommen die Leute nach Hause von Arbeit. Neue kommen hinzu. Der ganze Tag-Nacht-Rhythmus ist jetzt hier natürlich auch verändert. Den gab es ja vorher gar nicht vor dem Addon. Und hier gibt es dann so ein paar Sachen, die sind neu, die sind auch alle ganz super. Große Probleme hatte ich nicht. Ich finde auch, die haben am Balancing ein bisschen was geändert. Gerade bei dem Müll, finde ich, ist es nicht mehr so schwierig, das zu handeln. Also das macht sich eigentlich ganz gut.
nur noch minus 1311 Einwohner haben wir. Das ist natürlich am Anfang nicht so spektakulär. Aber später, wenn dann wirklich ein größeres Gebiet schon entstanden ist und die ganzen Lichter bei Nacht an sind, das sieht echt fantastisch aus. Und die Sonne geht wieder auf. Wo geht denn die auf? Da hinten. Schön. Genau. Die First-Person-Kamera ist auch wieder mit an Bord. Habe ich direkt mein persönliches Fahrzeug hier stehen gelassen. Ah, genau neben meinem anderen. Wie viele Einwohner haben wir? 385, okay, nur noch ein paar. Und das hier drüben füllt sich auch langsam. Da können wir ruhig noch ein bisschen mehr machen. Moment. Das nehme ich mal wieder weg. Okay, gut. Ja, da kommen noch ein paar dazu. Wir bräuchten erstmal Geld. Man bräuchte nämlich neue Straßen vor allen Dingen. Ich baue dieses Mal nicht nur komplett einspurige Straßen, sondern auch noch ein bisschen anders. Einfach weil es bei Nacht geil aussieht, aber das erst später. Dafür bräuchte man wirklich ein bisschen Geld. Okay, Einwohner brauchen wir noch. 439 haben wir, 440 brauchen wir für den ersten kleinen Meilenstein. Dann bekommen wir auch ein bisschen Geld dazu. Sehr gut. Steuern, Darlehen, Müll, Gesundheitswesen und Bildung haben wir bekommen. Sprich Arztpraxis, eine Grundschule und eine Mülldeponie können wir bauen. Wunderbar. 10.000 haben wir jetzt gerade auf der hohen Kante. Und dann kommen erstmal die Steuern auf. Waren das 12 oder 13%? Ich glaube, das waren plus 12%, oder? Genau, das erste Darlehen können wir auch nehmen. Kostet uns aber relativ viel pro Woche, deswegen lasse ich es erstmal und wir versuchen erstmal so in die schwarzen Zahlen zu kommen. Ja, dann können wir auch für die Nacht und für den Tag jetzt die Budgets zuweisen. Brauchte ich bisher auch bei der großen Stadt, die ich schon wieder gebaut habe, eigentlich gar nicht. Mal schauen, ob wir das hier gebrauchen können. So. Neue Wohngebiete kommen schon dazu. Da unten können auch welche hin. Und ein Gewerbegebiet bräuchten wir auf jeden Fall. Da überlege ich jetzt aber, wir können uns, also das können wir uns hier noch nicht leisten. Wir können uns noch keine Arztpraxis, Müll oder Bildungswesen leisten, obwohl die kleine Grundschule, na okay, doch, die kostet 10.000, das ist zu viel. Gut, wir sind gleich in den schwarzen Zahlen. Ja, bräuchten Gewerbe. Theoretisch könnten wir das hier unten erstmal hinbauen, denn hier haben wir auch schon Autobahnauf- und Abfahrt. Das ist gar nicht so doof. Ich sehe aber gerade die Autos, die hier hinten kommen, sprich die LKWs und so weiter, die dann die Gewerbegebiete auch ansteuern. Die müssten hier erstmal runter, hier hinten durch den Kreisverkehr und hier rüber, um dann hier wieder hinzukommen. Da bauen wir dann nachher nochmal so eine kleine Umgehungsstraße. Ich schließe das hier mal an, um das hier oben schon mal wegzunehmen. So. Falls jemand wissen möchte, wie die Farbkorrektur heißt, das ist die Clarity Farbkorrektur. So. Gut. Ja, doch, dann. Doch. Ich würde schon sagen, wir bauen einfach mal das Gewerbegebiet hier unten hin.
Wobei die Bäume mir eigentlich egal sein könnten. Wir können ja einfach mal anfangen. Kostet schon relativ viel. Das mit der Auf- und Abfahrt müssen wir auf jeden Fall dann noch mal ändern. Später. So, und hier drüben müssen wir dann einfach eine Verbindung noch mal herstellen. Oder wir bauen, das könnten wir eigentlich machen. Da komme ich nicht drunter. Müssten wir hier oben einfach eine Brücke ziehen und das hier oben bei der zweiten Brücke rechts anschließen. Dann könnten die auch da runterfahren. So, nun ist das Problem, auch hier drüben bräuchten wir Wasserversorgung. Wie viel Geld haben wir denn noch? Knapp 2000, obwohl es kommt ein bisschen Geld rein, können wir ruhig machen. So, und Strom. Genau. Und dann können wir hier munter mit dem Gewerbegebiet weitermachen. Da kommen auch schon die ersten Gebäude, das geht relativ schnell. Wunderbar. Okay, die Leute verlangen nach Müllabfuhr, kann ich verstehen. Müssen wir uns als nächstes drum kümmern. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao.